Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Heute auch wieder eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Inge und Inge ist 63. Hallo Inge. Hallo Domian. Hallo Inge. Weswegen hast du angerufen? Es geht um meinen Sohn, Christian, und der ist schwerst drogenabhängig. Wie alt ist denn der Christian? 35. Ja, du sagst schwerst drogenabhängig. Was genau nimmt der und wie lange schon? Der nimmt alles, also harte Drogen, und der ist 35. Der ist 35 Jahre alt und wie lange nimmt er das schon? So 20 Jahre. 20 Jahre schon? Ja. Also harte Drogen heißt Heroin, ja, Kokain? Ja, genau. Wie lebt er denn? Er lebt bei mir. Er lebt bei dir? Und ich habe es zum Teil finanziert. Erzähl mal. Ja, ich bin Frührentner und ich bin jetzt und ich habe 5, 6 Putzstellen und so finanziere ich das. Das heißt, das sind ja nun keine billigen Drogen. Wie viel Geld gibst du ihm denn, sagen wir mal so, im Monat? Was ist da los? Da klopft er? Ja. Kannst du nicht weiter telefonieren? Momentan ja schon, aber ich weiß nicht, wie lange. Macht er Radau jetzt? Nicht, aber es könnte sein. Bist du jetzt in deinem Zimmer oder wo bist ja, du? Ja, im Wohnzimmer. Ich habe eine Dreizimmerwohnung. Ich bin jetzt im Wohnzimmer. Und warum klopft er jetzt mitten in der Nacht da an? Ja, weil er rein will und ich habe zugesperrt. Aber er kommt doch ins Haus oder in die Wohnung, nur nicht in dein Zimmer. Oder wie? Momentan nicht. Steht er draußen auf dem Flur oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein, in der Dreizimmerwohnung, im Flur, ja. Ah ja, und warum will er jetzt gerade zu dir in? Ja, weil ich telefoniere. Ach, das will er nicht, dass du telefonierst? Nein. Also, dann telefonieren wir so lange weiter, wie du es aushältst. Ne? Wenn genau. Du sagst, ich kann nicht mehr, dann lass mal sein. Dann lege ich auf, also ich weiß momentan nicht mehr, weil. Ja, hallo Inge? Ja, jetzt ist es schon weg. Ja, da können wir nichts machen. Dann können wir auch vermutlich jetzt nicht nochmal anrufen, um sie nicht zu stören. Aber wir versuchen irgendwie doch nochmal einen Kontakt herzustellen zu Inge. Ah, das tut mir aber leid jetzt. Wir versuchen mal irgendwie doch noch Kontakt zu bekommen. Dann machen wir weiter mit Patrick und Patrick ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Patrick. Hallo Domian, hallo. Hallo Patrick. Um was geht es bei dir? Also bei mir geht es darum, ich bin seit 10 Jahren Dialysepatient und ja. Die 10 Jahre haben Spuren hinterlassen. Ja. Das heißt also, das geht ja alles sehr schleichend bei mir. Das heißt, der Körper geht langsam kaputt. Das heißt also, er verkalkt, das Herz geht kaputt, es kommt zur Herzschwäche. Bei mir ist noch ein Lungenhochdruck dazugekommen. Das ist eine sehr seltene Erkrankung, schwer zu behandeln. Und die Symptome sind dann wie zum Beispiel Aszites, das ist Bauchwassersucht. Das ist praktisch, du musst dir vorstellen, ich habe in meinem Bauch ca. 20 Liter Wasser drin. Und dieses Wasser wird abpunktiert, aber das kann nicht auf einmal abpunktiert werden, sondern da können immer maximal 5 Liter raus. Und diese 5 Liter laufen innerhalb von 5 Tagen wieder nach. Wie oft musst du zur Dialyse? 3-mal. Und das reicht nicht. Das ist das Problem. Und das Ganze geht seit 10 Jahren so, sagst du? Richtig, das geht seit 10 Jahren zu. Wie fing das an damals? Ja, also eigentlich ganz schleichend. Ich
war damals auch sehr sportlich, habe auch nicht geraucht, trinke auch keinen Alkohol oder so. Ich war bloß Epileptiker. Und vermutlich wurde das durch diese Medikamente ausgelöst, dass die Niere so einen Schaden genommen hat. Und das hat man dir vorher nicht gesagt, dass diese Nebenwirkung eventuell bestehen könnte? Nein. Ist das Thema Transplantation für dich ein Thema? Ja, geht bei mir nicht, weil ich brauche ein neues Herz, ich brauche eine Lunge und ich brauche eine Niere. Warum ist das Herz so geschädigt, dass du sogar ein neues Herz brauchst? Das liegt an dem Lungenhochdruck. Das Herz ist stark vergrößert. Das liegt, ja, ich weiß nicht, das liegt am Schand. Das sagt dir nichts wahrscheinlich. Das kam Dialysepatienten. Da werden zwei Adern zusammengelegt am Handgelenk, damit mehr Blut durchfließt. Ja. Und das Herz, dafür ist das Herz nicht gedacht, diese Menge zu schaffen. Und mit einer Zeit nimmt das Herz Schaden. Das ist völlig normal. Bloß bei mir ist es jetzt so gekommen, ich bin stark verkalkt. Mhm. Also mein Herz sieht aus, das hat man mir gesagt, wie von einem 85-Jährigen. Mhm. Und ich bin 40. Und das Herz schafft es einfach nicht mehr. Das heißt, du bist wirklich todkrank, das kann man so sagen. Also eigentlich ist es so, jetzt ist der Stand der Dinge so, ich stehe zwischen Leben und Tod. Und das ist wirklich so. Weil jederzeit kann es jetzt sein, dass das Herz aussetzt, weil es es nicht mehr schafft. Es ist schwach. Und diese Mehrfachtransplantation schafft der Körper nicht? Nee, das machen die nicht. Ich war in der Uniklinik Gießen, die haben gesagt, das soll ich abschreiben. Wie und wo lebst du? Das ist vielleicht ein bisschen Glück noch. Also meine Mutter betreut und pflegt mich. Also wohnst du bei ihr auch? Ich war gezwungen, zu ihr zu ziehen, weil ich eben pflegebedürftig wurde. Und meine Mutter wohnt in einem Zweifamilienhaus. Das gehört ihr. Und da lebe ich, da pflegt sie mich. Die ist 70 Jahre alt, hat wegen mir auch noch einen Job angenommen, damit sie bestimmte Medikamente mir bezahlen kann. Die zahlt nicht die Kasse? Nein, es gibt bestimmte Medikamente, die von der Kasse nicht übernommen werden. Was sind das zum Beispiel für Medikamente? Was bewirken die? Das fängt dann zum Beispiel an bei Morphinen. Also ich kriege Morphium mittlerweile. Das ist zum Beispiel eine Sache, die... Das zahlt nicht die Kasse? Nein, nicht oft. Da gibt es oft Schwierigkeiten. Mhm. Dann gibt es Präparate gegen den Lungenhochdruck. Die sind sehr, sehr teuer. So ein Präparat liegt im Monat bei ca. 3.800 Euro. Das heißt, wenn deine Mutter nicht putzen ging oder nicht noch eine die arbeitet in der Spielhalle. Eine Stelle angenommen hätte, genau. Das heißt, du bekämst du diese Medikamente nicht und wärst schon tot? Könnte man manchmal fast so meinen. Ne? Also gerade bei dem Lungenhochdruck ist das sehr schwer, weil das dürfen nur ganz bestimmte Ärzte verschreiben. Und da ich schon so geschädigt bin, sagt die Krankenkasse, lohnt sich das bei dem überhaupt noch? Na super. Das ist also wirklich ein Kampf. Ja. Wie stelle ich mir dein Leben vor? Kannst du dich noch groß bewegen? Liegst du immer im Bett? Also das ist alles sehr schleichend gekommen jetzt im letzten Jahr. Ich habe jetzt einen Rollstuhl gekriegt, einen elektrischen Rollstuhl. Ja. Ich kann laufen, aber nur noch kleine Strecken, also ganz klein. Also sehr beschwerlich alles und bist schnell aus der Puste wahrscheinlich auch. Ich habe Arthrose, habe ich ja auch. Und meine Knochen sind weich, es ist alles kaputt gegangen durch die Dialyse eben halt, durch diese Erkrankung. Ich stelle mir auch das so vor, dass du sehr starke Schmerzen hast, daher das Morphium auch. Das habe ich, deswegen habe ich auch manchmal Probleme, weil ich schreie das ganze Haus zusammen vor Schmerzen manchmal. Jetzt gehst du dreimal in der Woche zur Dialyse. Wäre eine Heimdialyse, das gibt es doch auch, wäre das nicht besser und billiger sogar? Richtig, das wäre billiger, aber die Ärzte lassen mich nicht. Warum nicht? Die Begründung ist, ich sei zu schwer krank. Das wurde mir gesagt, das Problem ist bloß, ich schaffe es bald nicht mehr zur Dialyse zu gehen oder zu kommen. Ich komme bald nicht mehr ins Auto rein. Aber was ist das für ein Argument, die Ärzte sagen, du seist zu schwer krank? Ja, das sagen die, können die normalerweise auch gar nicht sagen, weil man hat mir gesagt, ich entscheide,
Mhm. Aber wenn der Arzt sich querstellt, das ist ein ganz schöner Kampf, Domian. Also die sagen, du bist zu schwer krank, die wollen das beobachten. Richtig, sie sagen, sie wollen das beobachten. Ja, und ich kann da nichts machen. All das, was du jetzt schilderst, klingt dramatisch, fast aussichtslos. Was wäre denn deine Hoffnung? Was könnte dir denn helfen? Noch ein wenig zumindest. Also, ich weiß noch nicht mal, ob die Heimdialyse mir was bringt, jetzt noch, weil es ziemlich weit fortgeschritten ist. Mhm. Da streiten sich viele Ärzte auch. Aber wenn es anschlägt, dann würde es mir eine bessere Lebensqualität geben. Ich würde wahrscheinlich etwas mobiler werden, würde vielleicht etwas mehr zu Kraft kommen. Das Wasser wäre kein Problem mehr, weil ich kann in der Woche 7-mal dialysieren praktisch, mhm, und kann das so selbst bestimmen, wann setze ich die Dialyse ein, wann ist sie jetzt gefragt. Ja, so als Laie überzeugt mich das schon. Wenn du als Betroffener, meistens wissen die Betroffenen besser über sich Bescheid als die Ärzte, wenn du das so sagst, ist das für mich schon überzeugend genug? Kann man denn da nicht mittels Krankenkassen, Ärzte, vielleicht Patientenverband irgendwie Druck machen, dass sie dir dieses Gerät nach Hause stellen? Ja, also jetzt muss ich sagen, wir haben also alles probiert. Ich habe noch einen Bruder, der ist 47 und der ist geschäftsführender Redakteur beim Stern. Mhm. Der Stern.de in Hamburg. Mhm. Selbst der hat sich bei der Krankenkasse eingesetzt, mit dem Pressesprecher gesprochen, also der hat alles gemacht und es hat nicht funktioniert. Da soll dein Bruder mal bewirken, dass darüber ein Artikel im Stern erscheint. Das hat er auch gesagt, wenn mir was passiert, dann wird er die Dialysezentren, auf jeden Fall da einen Artikel dann bringen. Das ist doch ein Unding, da ist ein Mensch so schwer krank, todkrank und das würde vielleicht, wir wissen es nicht genau, aber vielleicht eine gewisse Verbesserung oder eine Verbesserung der Lebensqualität benutzen. Und was stellen die sich denn vor, wenn du jetzt das gar nicht mehr schaffst, dich großartig zu bewegen? Was soll denn dann passieren? Also ich sag dir eins, meine Mutter und ich haben das Gefühl, dass der behandelnde Nephrologe, also der Dialysearzt, nur darauf wartet, mich ins Krankenhaus zu bekommen. Damit du stationär dann bist und... Genau. Das aber genau möchtest du nicht, weil du noch Lebensqualität haben möchtest. Richtig. Denn wir können das ja auch ganz offen aussprechen, deine Lebenserwartung ist nicht mehr allzu groß. Nein, also hast du ja ein halbes Jahr. So, und da muss man doch alles daran setzen, dass man dem Patienten die Zeit, die dem Patienten noch bleibt, so schön wie möglich zu gestalten. Und richtig, so gut wie möglich. Und wenn der Patient nicht ins Krankenhaus will, und es gibt eine andere Möglichkeit, muss man dem Patienten das ermöglichen, dass er zu Hause sein kann. Ich finde es skandalös, macht mich ungeheuer wütend. Ja, es ist auch, und ich bin nicht der Einzige. Ich bin nicht der Einzige. Es sind einige Menschen, die die Heimdialyse bräuchten oder wollen und nicht bekommen. Es wird ihnen vorenthalten. Mit irgendwelchen Ausreden wird ihnen das ausgeredet, weil eben die Zentren auch nicht mehr so viel Geld verdienen. Ja, wer ist jetzt konkret daran schuld? Dieses Dialysezentrum, das dich betreut, die sind schuld, oder? Nein, also ich sag mal, das ganze Gesundheitssystem ist daran schuld. Okay, aber es müsste ja ein Mensch müsste ja die Entscheidung treffen. Der sitzt in diesem Dialysezentrum, das ist dieser Arzt. Der Arzt und der müsste dann praktisch die Anweisung geben, okay, kannst jetzt zu Hause dialysieren, wir trainieren dich jetzt, ich veranlasse, dass bei dir zu Hause das alles aufgebaut wird, die Umbaumaßnahmen stattfinden und das wird eben nicht gemacht. Denen kostet das doch vielleicht dann doch mehr Geld oder können die mehr Geld an dir verdienen, wenn du im Krankenhaus liegst? Nee, die können natürlich mehr Geld kriegen, wenn ich im Krankenhaus bin. Ja, natürlich. Die haben Verträge mit Krankenhäusern, mit Ärzten, mit das Praxen. Ist unfassbar ist das. Das ist also ein Riesengeflecht. Und Fresenius und wie sie alle heißen, stecken da mit drin. Weißt du, Patrick, ich glaube, für solche Fälle ist immer nur Öffentlichkeit gut. Gut, dass du heute anrufst. Gut, wenn du deinen Bruder hast. Vielleicht kannst du mit deinem Bruder nochmal reden, denn ein Artikel im Stern über so einen Missstand, das hat schon eine große Wirkung, glaube ich. Eine sehr große Wirkung. Vor allen Dingen, wenn andere Leute auch noch betroffen sind und nicht nur du. Letztendlich kann man sich nur als Patient, als kleiner Patient, kann man sich nur so wehren gegen diesen Wahnsinn, gegen diesen geldgierigen Wahnsinn. Also ich kann dir sagen, Domian, ich kenne einen Patienten, der ist 100 Kilometer weggezogen,
damit er die Heimdialyse machen konnte. Mhm. Weil im Umkreis von 100 Kilometer war kein Dialysearzt bereit, die Heimdialyse mit ihm zu machen. Mhm. Das ist für dich natürlich keine Option, weil du bei deiner Mutter sein möchtest. Und das kann man ja auch verstehen. Ich möchte zu Hause sterben. Das ist mein Wunsch, das möchte ich. Ich habe eine Patientenverfügung auch. Mhm. Da habe ich das ausdrücklich auch formuliert. Ich möchte nicht wiederbelebt werden, also keine Reanimation. Mhm. Ich will das nicht. Ich wünsche mir auch manchmal den Tod, um erlöst zu werden. Mhm. Ich habe das nie geglaubt, aber wenn man so kurz vor dem Tod steht, ich habe keine Angst. Ich habe nur Angst, qualvoll zu sterben. Ja, klar, das versteht jeder. Aber für den Tod selber habe ich keine Angst. Mhm. Und ich wünsche mir manchmal, weil ich sehr viele Schmerzen habe, weil ich echt leide und weil mein Leben nur noch daraus besteht, zur Dialyse, nach Hause, Bett und das war's. Mhm. Und das zermürbt. Also Patrick, wir können natürlich für dich nicht mehr tun, als das, was wir jetzt getan haben, nämlich dass wir dir hier die Möglichkeit gegeben haben, deinen Fall zu schildern. Ja. In der Hoffnung, dass das eine Wirkung hat. Vielleicht ist auch noch irgendjemand anders in der Presse darauf aufmerksam geworden und spitzt die Ohren. Ja, das wäre schön. Ja. Und wie gesagt, sprich deinen Bruder nochmal an. Werde ich machen. Ich kann nur wirklich meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass man dir das gewährt, dass du die Heimdialyse bekommst und dass du die Zeit, die dir noch bleibt, dass das eine für dich noch gute Zeit wird. Das finde ich sehr nett von dir. Danke, Domian. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und es tut mir leid, so ein bisschen hilflos mich jetzt zu verabschieden, weil ich so konkret nichts machen kann für dich. Nein, das ist schon in Ordnung. Ich fand generell schon lieb, dass ihr mich angerufen habt und dass ich mit dir mal reden durfte. Von Herzen dir alles Gute. Ja, danke. Viele, viele herzliche Grüße an deine Mutter, die ja nun auch sehr viel für dich tut. Werde ich machen. Und alles Gute und wir drücken die Daumen. Alles klar. Auf Wiederhören, Patrick. Mach's gut, Domian. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit Detlef. Detlef ist 52. Hallo Detlef, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo Detlef, und was geht's denn bei dir? Es geht um Sex trotz Behinderung. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Es geht um Sex trotz Behinderung. Ach, um Sex trotz Behinderung. Ich verstehe. Daraus schließe ich, dass du eine Behinderung hast. Genau. Was ist das für eine Behinderung? Es ist eine spastische Spinalparalyse. Das heißt, du kannst nicht klar richtig gehen? Ja, genau. Es ist ein Genfehler vom Rückenmark. Ja. Und ich bin stark gehbehindert dadurch, aber die ist nicht lebensgefährlich. Also es geht nicht auf die inneren Organe. Ja, du gehst nur ein bisschen wackelig wahrscheinlich oder mit Stock? Oder? Ja, ich gehe mit Rollator. Mit Rollator, ah ja. Mhm. Diagnose war 2002. Ach so, die Diagnose kam erst 2002. Wie ist es denn zu dieser Erkrankung oder Behinderung gekommen? Ich habe gemerkt, ich kann schlecht laufen. Mhm. Ich ziehe mein Bein immer ein bisschen nach, ne? Und da habe ich meinen Hausarzt zum Neurologen geschickt. Mhm. Und das ist eine Erbkrankheit. Mhm. Also... Ach so, die ein dann aber Bruder spät... Von mir auch, das Kind hat das auch, ein Bruder von mir, ne? Die ist dann spät bei dir ausgebrochen, diese Erkrankung. Ja, immer so im Mittelalter, 30, 40 Jahre. Man dachte zuerst MS, ne? Mhm. Aber Gott sei Dank kein MS. Und ich komme mit der Krankheit auch eigentlich ganz gut zurecht. Wird diese Krankheit im Laufe der Jahre schlimmer? Ja, kann im Rollstuhl enden. Ja. So. Also ist eine seltene Krankheit. Man forscht danach, aber man hat noch kein Medikament gefunden. Wie heißt die Erkrankung genau? Spastische Spinalparalyse. Ach so, das war der Name schon. Also man kann auch HSP sagen. Mhm. Das heißt hereditäre spastische Spinalparalyse. Okay. Mhm. Oder familiäre spastische Spinalparalyse. Gut, so genau. Ist schon eine sehr komische Krankheit. Ja, ja. Also so. 2002 war die Diagnose, da ging ich noch ganz normal, ohne Stock, ohne alles. Jetzt hast du gerade gesagt, das Thema ist Sex trotz Behinderung. Ja, genau. Wie läuft denn das mit deinem Sexleben? Also es geht folgendermaßen. Meine Lebensgefährtin ist leider vor 5 Jahren verstorben. Mhm. Ich hatte Krebs gehabt. Mhm. So, und als Mann hat man natürlich dann auch seine Bedürfnisse. Ja. Und gut, ich bin kein Sexmonster oder so, ne? Ganz normal, ne? So, und dann habe ich mal angerufen bei einer Zeitung, ich bin schon Mädels drin, ne? Mhm. Habe ich mal angerufen. Ja, ich habe mir genau erkundigt vorher, ob der Laden sauber ist, ob die Mädels mit Zwang arbeiten müssen oder so. Ne? Ach, ich habe bei der Prostituierten, oder wo hast du angerufen? Ja, genau. Ach so, entschuldige, das hatte ich jetzt gar nicht richtig kapiert. Ja, ja. Ja, ja. Gut. Und dann kam sie zu mir nach Hause, vor 3 Monaten, erstes Mal. Mhm. Und ich muss sagen, sowas Nettes, sowas Liebes, also... Ah, also lebst du jetzt deine Sexualität mit einer Prostituierten aus? Ja. Ja. Also, ich muss mit am Geld achten und so. Ne? Ich bin ja Frührentner, ne?
ich bin zwar 52, aber ich fühle mich so ein bisschen jünger, sagen wir so, ne? Ja, ja, gut. Aber sie ist, man muss sagen, sie ist so nett. Und du gehst dann zu ihr nach Hause? Nein, sie kommt zu mir. Ach, sie kommt zu dir nach Hause? Ja. Ah. Ich kann ja schlecht laufen. Ja. Ich fahre zwar ein Auto, aber sie kommt zu mir und der Preis stimmt auch. Sie hält im Rahmen alles, ne? Wie hoch ist denn der Preis? Bitte? Wie hoch ist denn der Preis? Stunde 100. Stunde 100. Also, es gibt teure Sachen, ne? Natürlich. Wie oft gönnst du dir das? Ja, die war jetzt, erstes Mal war vor 3-4 Monaten, die war jetzt 3-4 Mal hier. Ja, also im Monat einmal so ungefähr. Ja, ungefähr, kann man sagen. Nicht übertreiben, aber... Und das ist dann immer dieselbe Frau? Ja. Weil die so nett ist? Weil die so nett ist und es geht eigentlich nicht nur um den Sex, es geht auch noch um andere Sachen. Man kann sich wieder gut unterhalten. Also, wirklich eine nette Frau? Sehr, sehr, sehr nett und noch relativ jung. Sagen wir so, und hast man kann mal ein Glas Wein vorher trinken. Ja. Und es geht auch mit der Bindung mit mir sehr gut um, ne? Ja, das wollte ich gerade fragen. Hast du gerade beim ersten Mal eine gewisse Hemmung gehabt, dich dann so mit ihr... Nein, gar nicht. Gar nicht? Sie auch nicht. Also du hattest das ja auch angesprochen, dass du eine Bindung hast. Und sie hat es ja auch gesehen, als sie dann bei dir in die Wohnung kam. Und sie wusste da gar nicht, dass ich behindert bin. Ach, das hast du am Telefon nicht gesagt? Nee. Also, aber sie hat kein Problem für sie. Mhm. Sie war wirklich, also muss man ja sagen, sie kommt aus Osteuropa, ne? Mhm. Und arbeitet, also sie ist wirklich sehr schlau, muss man sagen, ne? Mhm. Sie hat mir viel von sich selbst erzählt, wo sie herkommt. Also sie hat... Studiert alles, ne? Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, Detlef hat Bedürfnisse, was völlig in Ordnung ist. Ja. Detlef geht zu einer Prostituierten. Aber Detlef könnte sich ja auch vielleicht irgendwie anders umtun und auf anderem Wege eine Partnerin suchen. Das stimmt auch. Ich habe auch schon eine zwischendurch gehabt mal wieder. Mhm. Die hatte auch, gerade MS gehabt sogar. Ja. Aber das passte irgendwie nach 3 Monaten, passt halt gar nicht. Wie hast du die denn kennengelernt? Die kann ich schon vor 25 Jahren mal kennengelernt. Ach so. Man hat sich zufällig mal getroffen, aber da passte, also sie wusste, was sie wollte. Mhm. Dann ja, dann wieder nein und ist nichts für mich. Also es könnte durchaus sein, dass du auch auf, ich sag mal, auf normalem Wege eine Frau kennenlernst und dich auch nochmal verliebst und auch nochmal eine Beziehung eingehst. Ja, möchte man schon, aber jetzt sag ich dir mal was, Detlef. Ich will dir etwas sagen. Sei bloß vorsichtig, dass du dich jetzt nicht in diese Prostituierte verliebst, wenn die auch noch so nett ist. Das ist ja schnell passiert. Das ist ein kleines Problem, aber Gott, ich habe da einen Griff. Bitte? Ich habe das wohl im Griff, glaube ich, ne? Ja, aber pass auf, das kann natürlich passieren, ne? Logisch. Mhm. Und in der Regel endet das im Unglück. Ja. Nicht immer, aber in der Regel. Das stimmt, muss ich dir recht geben. Mhm. Aber ich muss sagen, also hätte man nie gedacht, dass es so was Nettes gibt, ne? Ja. Und sie sieht doch gar nicht aus wie eine, man kennt ja hohe Stiefel, aber ganz normal. Und so sexuell, aufgrund der Erkrankung, funktioniert alles gut und perfekt. Ja. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit, ja, ne? Ja. Es geht nicht um das Sexuelle, sondern auch der ganze Drumherum, ne? Mhm, verstehe. Die ist ja nett und man redet miteinander, sie hat ja auch Bilder von ihrer Familie mir gezeigt und alles, ne? Mhm. Und, ja. Also, Vorsicht mit dem Verlieben. Ja. Ne, wenn es auf der Ebene bleibt, dann soll es halt so sein für dich und dein Leben. Aber guck dich vielleicht auch mal noch um, irgendwie übers Internet oder weiß ich, wie du es machen möchtest. Ja, dass du vielleicht dann auch noch... Gut, wenn man schon einen sieht, ich bin zwar 52, sehe aber bestimmt 10 Jahre jünger aus. Ja. Aber ich sehe wie 80, sagen wir mal so, ne? Ja. Also Rollator. Ja, ja. Und wenn ich schon den Rollator sehe und... Ja, sicher. Ja, da musst du wahrscheinlich offensiv mit umgehen. Manche Frauen macht das nichts, manche Frauen schreckt es ab, so ist es leider. Mhm. Da kann man ja auch nicht sagen. Aber ich würde sagen, man kann guten Sex haben trotz Behinderung. Bin ich sicher, habe ich hier schon so oft gehört. Und gut, schöner wäre, wenn man einen richtigen Partner hätte. Natürlich, klar. Gut, ich hatte ja eine tolle Frau gehabt. Ja. 10 Jahre. Detlef, ich wünsche dir, dass du vielleicht dann doch demnächst wieder eine richtig tolle Frau findest, also eine Partnerin. Ja. Dass du dann das auch nochmal so erleben kannst. Aber ich freue mich, dass du angerufen hast. Ja, und du machst eine tolle Sendung. Das uns erzählt hast. Und kannst du mir Autogramm mal schicken? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift, okay? Ist gut. Ich wünsche dir noch alles Gute für das neue Jahr. Dankeschön, Detlef. Ich bin dein Buch auch klasse. Das freut mich. Vielen, vielen Dank, Detlef. Ja, tschüss, ne? Tschüss, ciao. 0800 220 50 50. Leider vermute ich mal, dass wir an Inge nicht herankommen.
im Moment, aber vielleicht klappt es ja an einem der nächsten Tage. Das würde ich sehr gerne machen, also nochmal mit dir sprechen. Hier ist Renate und Renate ist 62. Guten Morgen, Renate. Ja. Ja. Hallo, Renate. Ich muss mich aber erst einmal sammeln, lieber Jürgen. Ja, Renate. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ich gucke deine, wie gesagt, das ist obligatorisch. Ich gucke auch fast jeden Abend deine Sendung. Vielen und finde es natürlich optimal, klasse. Dankeschön. Aber jetzt habe ich heute ein wahnsinniges Erlebnis gehabt. Mhm, erzähl. Wir haben eine gute Freundin, die wir schon 33 Jahre kennen. Mhm. Und die habe ich heute in den Tod begleitet. Die ist also heute quasi in meinen Armen gestorben. Ist sie plötzlich heute verstorben und du warst plötzlich? Ja, also was heißt plötzlich? Es war absehbar, aber es war trotzdem jetzt irgendwo doch schnell gegangen. Mhm. Ne? Die hatte eine Erkrankung, eine schwere Erkrankung. Ja, Lungenkrebs hat es gehabt. Ach so. Das war also ganz heftig. Und warst du alleine mit ihr? Es war noch eine Bekannte von ihr da, also mit der hat sie lange gearbeitet, die hat ja bei Zwillingswerke gearbeitet. Mhm. Am Dom ist das Zwilling, wo es die Scheren gibt und die Messer und so weiter. Ach so, ja, genau. Ja, ja. Kennst du wahrscheinlich, ja, ne? Ja, genau. Ja. Und da hatte die gearbeitet und das waren Kolleginnen. Mhm. Und die hat ihr jetzt zum Schluss immer das Essen gekocht. Mhm. Und die war dann auch noch da. Ist denn eure Freundin, deine Freundin, ist sie zu Hause gestorben? Nein, im Hospiz, in Rondorf, wenn dir das ein Begriff ist. Alexianer. Ja, natürlich. Ja. Ist mir ein Begriff. War das dann ein Zufall, dass du dann heute auch gerade zu Besuch warst? Ja, das ist jetzt Folgendes gewesen. Sie ist kurz vor Weihnachten reingekommen, also am 17. Dezember, ins Krankenhaus in Hildegardis. Und dann stand es schon relativ schlecht. Da hat man schon gesagt, das können die so in etwa abschätzen. Mhm. Und da sind wir schon immer mal hingefahren und haben nach ihr geguckt. Und da sage ich zu meinem Mann, da müssen wir jetzt am Ball bleiben. Wir müssen da jetzt immer gucken. Ich hatte dann einfach auch keine Ruhe mehr. Mhm. Irgendwie, also es hat mich da hingezogen, total. Mhm. Weil ich mich mit solchen Sachen beschäftige. Mhm. Mit so Sterbe, Leben nach dem Tod und so weiter. Ja. So, und dann waren wir dort und dann haben wir sie ein paar Mal besucht im Krankenhaus. War sie denn ganz austherapiert? Hatte man alles getan? Ich habe das eben schon im Vorgespräch gesagt. Sie wollte keine Chemo haben. Ach so. Das hat sie abgelehnt. Hast du das akzeptiert auch? Konntest du es verstehen? Was will man? Ja, was heißt akzeptiert? Ich habe zwar gefragt, meinst du nicht, dass es vielleicht dann doch noch Sinn hat, dass du vielleicht noch mal so eine Chemo machst? Mhm. Nee, sagt sie, das möchte ich nicht. Dann möchte ich lieber das Leben noch genießen. Also in Anführungsstrichen. Ja, ist ja auch so ein Standpunkt, den man verstehen kann. Ja, wahrscheinlich hätte die Chemotherapie sie nicht geheilt, sondern das Leben nur verlängert. Aber auf welchen Preis? Ne? Für welchen Preis? Eben genau. Ist das ist nämlich der springende Punkt gewesen. So, jetzt warst du zufällig heute dann? Nee, ich war gestern schon mit meiner Tochter, also mit meinem Mann, waren fast jetzt jeden Tag dort, weil man schon gesehen hat, jetzt wird's knapp. Ach, du hast sogar übernachtet, ja? Nee, übernachtet nicht. Ich bin dann wieder hingefahren. Ich komme vom Port und bin dann mit der Bahn, mit dem Bus dahin gefahren. Wie ist sie denn dann heute eingeschlafen? Ach, ich bin noch so aufgewühlt, das kommt immer hinterher erst raus. Mhm. Das ist während des Geschehens bist du voll da. Ja, da ist man ganz präsent, ja. Ja, da ist man präsent und man denkt auch gar nicht drüber nach, aber es war teilweise sehr heftig. Also qualvoll und... Qualvoll, ja, weil es nachher zum Schluss, die letzten zwei Stunden, die waren wirklich die Hölle. Also, magst du es mal beschreiben, was so schlimm war? Das Schlimme ist, sie hat mich dann mit großen Augen angeguckt. Es war ja alles schon trocken im Mund und ist ja alles schon ausgetrocknet. Und man hat richtig gesehen, dass jetzt das Lebenslicht erlischt. Mhm. Ja, und dann habe ich ihr den Mund ausgepinselt und so weiter. Und dann hat sie natürlich furchtbar geröchelt, weil die Luft, der Schleim war so hochgegangen, sie konnte das ja nicht mehr bewältigen mit dem Auswerfen und so. Mhm. Die ist quasi erstickt. Das ist schlimm, das dürfte eigentlich heute nicht mehr sein, sage ich dir mal. Ja. Das müsste medikamentös so behandelt sein. Die haben das auch. Ich habe selbst gesehen, Spritzen gegeben, damit sie, dass der Schleim da nicht mehr so wirken ist. Mir hat ein führender Palliativmediziner in Deutschland gesagt, heute muss niemand an Lungenkrebs mehr ersticken. Da kann man.
Also ich habe, Jürgen, ich habe das so empfunden, dass es verstickt ist. Mhm. Das siehst du ja an dem Verhalten. Mhm. Jedenfalls hat er mich mit riesengroßen Augen angeguckt. Mhm. Das war ein Gefühl, ich kann dir das gar nicht beschreiben. Das glaube ich. Glaubst du, dass sie zu der Zeit noch bei klarem Verstand war? Teils, teils. Das macht es ja noch schlimmer. Teils. Ich denke schon, dass die war zwar schon, wie ich so schön sage, schon mal schon halbwegs drüben. Mhm. Aber ich denke schon, dass sie das mitgekriegt hat. Sie hat mich mit großen Augen angeguckt, als wenn sie mir sagen wollte, kannst du mir nicht helfen? Kannst du mir nicht helfen zu sterben oder kannst du mir nicht helfen? Schmerzen, ich weiß nicht, ob sie noch Schmerzen hatte, kann ich ja nicht so beurteilen. Sie fasste sich immer so an den Kopf. Sie hatte ja nachher auch Metastasen im Kopf. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch noch Schmerzen hatte. Was auch nicht sein darf, zum Beispiel. Normalerweise wenn nicht. Wenn sie ordentlich behandelt würde. Nein. Glaubst du denn, dass ihr das Loslassen leicht gefallen ist? Wollte sie letztendlich jetzt gehen? Ja, also ich denke mal ganz arg, dass sie jetzt zum Schluss, wo die keine Luft mehr gekriegt hat, dass das schnell geht. Ne? Mhm. Ja, ich meine auch so die letzten Tage. Glaubst du, dass sie mit sich im Reinen war, dass es jetzt zu Ende geht? Ja. Doch, das glaube ich schon. Wie lange hat sie insgesamt an dieser Erkrankung gelitten? Also fast, also mit summa summarum, mit allem drum und dran, so knapp 2 Jahre. Mhm. Wie lange bist du, wie lange seid ihr denn noch bei ihr geblieben, als sie verstorben war? Ach, das war so, ich habe meine Tochter, die wollte eigentlich ursprünglich heute auch mitkommen, weil sie ist ja das Patenkind von ihr. Mhm. Und sie war, da sie ja morgens so früh aufstehen muss zum Arbeiten, 3:30, und da war die, hat mir das so platt, sagte Mama, ich kann beim besten Willen nicht, ich kann nicht mitgehen. Mhm. Und dann sagte, fahr schon mal vor. Ich hatte noch Kuchen mitgenommen, ich hatte für die Belegschaft einen Käsekuchen gebacken. Mhm. Ich denke, kannst du denen auch mal was Gutes tun und Kaffee mitgenommen, weil die eigentlich so ganz super waren, ne? Auch fürsorglich. Mhm. Wie lange bist du dann bei deiner toten Freundin noch geblieben? Oh, die ist genau um 4 Uhr hat sie den letzten Atemzug gemacht. Mhm. Und dann, wann bist du gegangen? Um 8. Hast du also so lange war ich dort. Lange noch Abschied genommen. Ja. Warst du auch mal ein bisschen alleine mit ihr im Zimmer? Ja. Mhm. Ja. Aber das ist komischerweise, Jürgen, ich sag dir was, das ist ja ein ganz seltsames Gefühl. Vorher hat der Mensch noch gelebt und auf einmal ist das alles ruhig. Mhm. Ne? Und wie das dann blau wurde unter den Nägeln und. Es ist auch eine sonderbare Stille, die Stille in einem Totenzimmer. Auf jeden Fall. Mhm. Aber das hat mir komischerweise alles nichts ausgemacht. Bei meiner Mutter konnte ich das nicht. Mhm. Ich konnte die nicht anfassen oder so. Die habe ich angefasst, wunderbar. Mhm. Die Wange gestreichelt und die Arme und die Hände. Ich habe sie festgehalten, die ganzen Stunden. Hat mir nichts ausgemacht. Was ja eine schöne Erfahrung ist, eine gute Erfahrung, finde ich. Ich habe schon gesagt, dass so eine Erfahrung sollte jeder mal machen, wenn er die Möglichkeit hat. Das kann man mit Worten nicht beschreiben, Jürgen, wirklich nicht. Gab es noch einen Wunsch oder einen besonderen Satz vielleicht, den deine Freundin gesagt hat zum Schluss? Sie hat nicht mehr sprechen können, nichts mehr, gar nichts. Gibt es denn einen Wunsch von ihr, den sie vorher geäußert hat, wie sie jetzt beigesetzt werden möchte? Das hat sie alle schon geregelt. Mhm. Das hatte sie im Vorfeld alles schon geregelt. Sie kommt zu ihrem Ex-Mann, die hat sich ja nie scheiden, die haben sich ja nie scheiden lassen, aber in das Grab kommt sie mit rein. Mhm. Und Trauerfeier und so ist alles geregelt. Und ja, das ist alles geregelt, jetzt bin ich total nervös. Du bist nervös, du bist noch im Schockzustand, das ist so, glaube ich, wenn man sowas erlebt hat. Ja, das ist kein normaler Zustand jetzt. Jetzt ist jetzt ein bisschen zitterig bei mir alles, also die ganze Zeit ging es, aber ich glaube, jetzt kommt das erst raus, zum Bewusstsein. Ja. Deswegen schlage ich jetzt vor, ich bedanke mich erstmal, dass du angerufen hast und dass du uns auch so ein für dich doch auch ein sehr intimes Erlebnis erzählt hast. Ja, das war wirklich sehr, sehr. Also weil sie ist erst ein paar Stunden näher, wenn man so will. Ne? Mm. Weißt du was? Jetzt rufen wir dich nochmal an. Meine Psychologin. Wer ist dann da heute? Die Sabine ist da. Die Sabine, okay. Genau. Und dann könnt ihr beide noch in Ruhe ein bisschen reden im Hintergrund. Ah, du bist klasse, Ich finde schön und toll, dass du für deine Freundin so da warst. Auf jeden Fall, das war mir auch eine ganz große Ehre. Ja, und das war für sie sicher auch eine ganz große Hilfe, dass du da warst und einfach bei ihr warst und ihr geholfen hast. Allein durch ich habe ihr geholfen, gleichzeitig mir auch. Genau. Das ist so. Ja. Ich hatte gar nicht gehört, wie alt ist deine Freundin geworden? 72. Nächsten Monat wäre sie 73 geworden. Mhm.
Aber liebe, 33 Jahre kennen wir uns. Das ist eine lange Zeit. Das kann man von einer guten Freundschaft sprechen. Ne? Das kann man wirklich, das finde ich auch. Ja. So, liebe Renate, ich sehe dich im Fernsehen. Jetzt bitte ich dich aufzulegen. Okay, und gut. Die Sabine ruft dich gleich an und dir wünsche ich alles Gute und dass du mit diesem Erlebnis gut zurechtkommst. Es war mir halt auch ein Bedürfnis und dass ich durchgekommen bin, das ist ein Wunder für dich. Ja. Liebe Renate, wir melden uns gleich wieder. Okay. Alles Gute. Dann mach's gut. Tschüss. Ne? Tschüss. Ja, tschüss Jürgen, tschüss. Ich bekomme gerade eine Nachricht von meiner Regie, dass es der Inge, also der ersten Anruferin, gut geht, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass sie heute aber nicht mehr sprechen möchte. Vielleicht klappt es morgen, übermorgen oder an einem der nächsten Tage bzw. Nächte. So, dann bin ich schon mal beruhigt und dann können wir weitermachen. 0800 220 5050, die kostenfreie Nummer für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Es geht weiter mit Anne und Anne ist 45. Hallo Anne. Ja, hallo. Also für mich ist das jetzt eine ganz große Überraschung und Freude, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Gutes neues Jahr auf jeden Fall. Wünsche ich dir auch. Vielen, vielen lieben Dank. So, ja, zum Thema. Ich fasse dich in meinem relativ banalen Thema gegenüber all den traurigen und leg mal sehr einfach, berührenden leg mal los. Was gehört, Gespräche von vorhin. Aber alles gehört zusammen. Okay, alles klar. Ja, ich rufe an. Also mein Thema ist Linkshändigkeit, ungeschulte Linkshändigkeit. Und Rückschulung. Moment, was war das erste Wort? Ungeschulte? Ungeschulte Linkshändigkeit. Das heißt, also wenn man in der Schule linkshändige Kinder hat oder im Kindergarten und die auf die gute Rechte trimmt. So war das früher? Ja. Das heißt, bei dir war das genauso? Genau. In der Schule hat man, du wolltest eigentlich mit links schreiben und alles mit links machen und die haben gesagt, nee, nix, ja, du schreibst mit rechts. Na, ich hatte beleidigte Lehrer. Die mir Bosheit unterstellt hatten. Ich hatte Eltern, die keine Ahnung hatten. Mhm. Übrigens, beide übrigens auch linkshändig. Aber keiner hatte Ahnung davon. Ja. Was übrigens ist ziemlich symptomatisch, denn man erinnert sich lustigerweise nicht mehr daran. Also beide Eltern waren auch linkshändig, ja. Aber auch umtrainiert. Ja, mhm. Genau. Und, wie hast du das damals als Kind empfunden, dass du nicht mit links schreiben durftest, sondern musstest mit rechts schreiben? Ganz furchtbar. Also das war vom Gefühl her so, als ob man mir einen falschen Topf aufsetzt. Also es war Handarbeitsunterricht, kannst du nicht mit rechts. Gib das gute Händchen. Ich wollte gerade sagen, man sagt das schöne Händchen, ne? Ja. Oder das gute Händchen, nicht das andere. Ja. Ja, ich erinnere mich da auch noch dran. Genau. Also super, also und dann hier bei diesen Schreibübungen, da musste ich die Kringel nach rechts machen, habe sie auch mit konstanter Bosheit nach links gezogen. Wie waren die Konsequenzen? Wie haben die Lehrer sich dir gegenüber verhalten, wenn du ein bisschen bockig warst? Ja, ich weiß gar nicht, ob das Bockigkeit war. Ich habe mich halt einfach versucht, aber die Lehrer haben das natürlich als Bockigkeit gesehen, ne? Genau, dann, ja, ja. Dann streng dich mehr an, Schrift 5. Dann würden die Eltern dauernd zu den Lehrern hinzitiert und ihre Tochter ist hier renitent und Rebell und. Und die Eltern zu Hause, hast du da irgendwie eine hinter die Ohren bekommen? Nö. Das nicht? Das jetzt nicht. Aber mein Vater selber, reinrassiger Linkshänder, der war der Meinung, die Welt ist mit rechts in Ordnung. Und das macht es dann auch leichter und ja. So, jetzt hat man dir das mit Gewalt quasi antrainiert, dass du rechts schreiben sollst. Und da hast du gerade gesagt, dann hast du es wieder zurückgenommen, quasi zurückgetrainiert. Wie war das und wie alt warst du? Da war ich 39. Das ist jetzt, ja, 6 Jahre, ja. Noch gar nicht so lange her. Nee. Da hast du erstaunlich viel getan damit. Bitte? Hat alles verändert. Du hast bis zu deinem 39. Lebensjahr mit links geschrieben. Mit rechts geschrieben. Und außerdem bin ich noch Malerin. Ach, das auch noch. Und alles mit rechts. So, und dann hast du dir, wie kam das? Ja, das war ein ganz witziger Zufall. Das war eine Zufallsbekanntschaft. Und die erzählte mir, ja, also sie hätte früher mit links als Kind nicht mit links schreiben dürfen. Und dann hätte sie aber gesagt, naja, es fühlt sich aber richtig an, jetzt schule ich mal zurück. Also Rückschulen heißt, dass man auf die linke Schreibhand zurückgeht, weil das sonst dieser Prozess, dieser Knoten im Kopf nicht aufgeht. Wie schult man denn zurück? Wie macht man das konkret? Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich selbst habe es auf eigene Nase gemacht. Einerseits mangels Masse, sonst hätte ich mir vielleicht eine psychologische Hilfe geholt, was vielleicht nicht schlecht gewesen wäre, sage ich im Nachhinein, weil ich dann vielleicht schneller durch gewesen wäre. Also Learning by Doing hast du gemacht? Ja, genau. Wie lange hast du gebraucht, bis du dann richtig bei deiner linken Hand warst? 3 Jahre. Drei Jahre.
Ja. Und jetzt, im Alter von 45, alles mit links? Alles mit links. Auch das Malen? Auch das Malen. Was für eine Malerin bist du? Was malst du? Ich bin mehr surreal und abstrakt veranlagt. Malst du mit in Öl? Nee, Öl leider nicht. Das würde ich machen, aber ich bin leider allergisch auf Ölfarbe. Ah. Das ist leider ein Problem. Na gut. Lebst du von der Malerei? Ich lebe auch im Sommer ziehe ich über Mittelaltermärkte. Ach so. Der Mensch muss von was leben. Ich verstehe. Und da verkaufst du dann deine Bilder? Schmuck. Schmuck? Ah. Ja. Aber das ist ja so mehr, mache ich so wie andere Leute stricken. Also. Verstehe. Das ist, aber man muss ja auch, man braucht ja als freischaffender Mensch 5 bis 27 Standbeine, ne? Ja, das stimmt. Ja. Aber sich ja so ausgesucht, ist okay. Das ist eine irre Geschichte, Anne. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand das im fortgeschrittenen Alter dann sich nochmal rückgeschult hat. Ich habe es noch nie gehört. Ich habe dafür verschiedene Gründe gehabt. Und zwar, es gibt ja da so diese Nebenwirkungen, die man haben kann. Da gibt es ja auch Fachliteratur dazu. Mhm. Zum Beispiel, welche Nebenwirkungen? Und zwar eine Koryphäe auf dem Gebiet ist das Knotenbuch von Johanna Barbara Sattler. Gut, das sagt uns allen jetzt fast nichts. Fast allen nichts. Also einfach mal googeln, das ist ein ganz, so Grundlagenforschung ist das. Also wir meinen Nebenwirkungen auf einen Menschen, wenn er zwangsweise rechts schreiben muss, obwohl er Linkshändler ist. Genau, was wäre eine schlimme Nebenwirkung? Also das, was ich hatte, ich kann jetzt nur von mir sprechen, was aber andere auch, also die Erfahrungen gleichen sich in vielerlei Hinsicht, obwohl jeder es anders und verschieden stark empfindet, ist, also ich hatte Rechenschwäche, also Dyskalkulie. Mhm. Also es heißt im Klartext, ich kann die Einsteinsche Relativitätstheorie erklären, aber mit Zahlen geht's nicht. Also mit Buchstaben ist das überhaupt kein Problem. So. Ja. Also kein Problem der Logik, sondern es ist ein simples Rechenproblem. Mhm. Kannst du denn jetzt, nachdem du umgeschult hast quasi, gehst du anders mit Zahlen um? Ja. Ach, das jetzt ist ja kann so. Ich Kopf rechnen. Nicht gut, aber es reicht für einen Hausgebrauch. Davor hat es nicht mal für die Grundrechenarten gereicht. Du hast doch wahrscheinlich auch jetzt eine ganz andere Handschrift als vorher. Hat sich lustigerweise angeglichen. Hat sich angeglichen, ah, ja. Mhm. Immer noch ein bisschen linkslastig, aber es überträgt sich von rechts nach links und es ist eigentlich... Es hat sich angeglichen. Und ich schreibe seitenlange Briefe und schreibe meine Kurzgeschichten und zeichne ganz anders, habe ein ganz anderes Potenzial. Und wenn du sagen würdest, so mit ein, zwei Sätzen, wie hat sich dein Leben verändert, nachdem du wieder zurückgeschult oder umgeschult bist? Vielerlei. Ich habe meinen gesamten Freundeskreis ausgetauscht, weil ich der hat mich ausgetauscht. Aber nicht, weil ich so schrecklich oder egoistisch geworden wäre, sondern weil ich gelernt habe, Nein zu sagen. Okay, das führt jetzt ein bisschen weiter so in die Persönlichkeitsstruktur. Ich meinte jetzt so... Das gehört aber auch zum Leben, oder? Ja, klar. Wenn du meinst, das hängt sogar mit dem Links- und Rechtschreiben zusammen, dann würde ich es akzeptieren. Ja, das klar. Das hängt also schon damit zusammen, da gibt es auch Gehirnscans von. Das ist, die Forschung ist noch recht jung, Schulen noch nicht allzu viele zurück, weil es eben eine sehr junge Wissenschaft ist. Und die Erfahrung muss man gemacht haben, sonst glaubt man selber nicht. Deshalb bin ich dir sehr dankbar, dass du angerufen hast. Weil das hat mir noch nie jemand hier erzählt, diese Zurück- oder Umschulung. Ja. Warum habe ich angerufen? Weil es zu wenig in den Medien ist. Absolut, ja. Ich danke dir sehr, und dass du uns das erzählt hast. Das ist hochinteressant. Und manch ein eigentlich Linkshändler, zwangsweise rechts schreiben muss, wird jetzt aufmerksam geworden sein. Ich wünsche mir das, weil ich bin tatsächlich 39 Jahre alt geworden, ohne zu wissen, dass ich Linkshänder bin. Und dann habe ich angefangen, auf die linke Schreibhand zurückzugehen und habe mich dann stückweise erinnert. Und dann wieder, wie war das in der Schule und wie war das mit der Kindergärtnerin und hat dir damals tausend den Links-Touch raufgegeben? Ja, ganz genau. Und Anne, ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute und viel Erfolg bei deiner Kunst und der Malerei und so weiter. Ja, vielen Dank. Und ich würde es schön finden, wenn jetzt doch noch ein paar Leute vielleicht dann den Mut finden, darüber nachzudenken. Ganz genau. Und ich finde es großartig, dass ich durchgekommen bin. Ich finde es auch großartig. Anne, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, alles Liebe, alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Mirjana, 60. Guten Morgen, Mirjana. Hallo? Hallo? Ja. Hörst du mich? Ich höre dich wunderbar. Ja, wunderbar, ich dich auch. Mirjana. Ja. Schöner Name. Mhm. Ja. Ja. Weswegen hast du angerufen? Ich
habe gerade eingeschalten heute, ich höre öfter mal, aber heute hatte ich spät eingeschalten, da hatte der Herr etwas erzählt über Sex bei Behinderten. Mhm. Und da dachte ich, das ist das Thema. Ist egal, ist nicht das Thema, aber ich wollte gern was dazu sagen. Gerne. Ich bin also selber behindert, aber nicht körperbehindert, sondern sehbehindert. Also ich kann nicht sehen. Komplett? Und komplett. Schwarzblind, wie man so schön sagt. Immer schon? Nein. Nicht ganz immer, mit 3,5 Jahren verunglückt. Ah ja, dann kannst du dich eigentlich an die Welt nicht erinnern, wie sie aussieht. Nein, nein. Ja. Ich kann mich nur noch an den Unfall erinnern, das ist das Letzte. Mhm. Weiter zurück ist nichts mehr da. Wahrscheinlich hat auch dieser schwere Unfall alles andere, was davor war, ziemlich verdrängt. Ja. Der Unfall hat die Augen zerstört? Ja. Was war denn das? Was naja, das ist eine ganz traurige Sache eigentlich. Ich bin in Serbien geboren. Wir haben dort, bin beim Haus, wir haben Feuer machen wollen und da ist ein Splitter von einem trockenen Ast in mein Auge gesprungen, direkt mitten in die Pupille, obwohl der Raum riesengroß war und ich mindestens 2 Meter weg stand. Und das Auge konnte nicht gerettet werden. Und das andere Auge? Ja, und das andere Auge, die mussten das rechte Auge entfernen. Und dann ist nach einem halben Jahr eine sogenannte sympathische Ophthalmie entstanden und das eigentlich gesunde Auge war gestört und kriegte einen hohen Augendruck, den sogenannten grünen Star, und musste operiert werden und die Operation ist misslungen und dann war alles vorbei. Ach du. Ja. Tragisch, aber es war so. Nun bist du 60 Jahre und hast dich natürlich dann arrangiert mit deinem Schicksal. Ja, ich bin ja nun so groß geworden und habe mich darauf eingerichtet und habe eben auch meine Sexwelt blind erlebt. Ja. Mhm. Und wollte eigentlich mal was dazu sagen. Und zwar, ich bin das zweite Mal verheiratet, war viele Jahre auch alleine. Also ich habe auch verschiedene Männer kennengelernt und mit verschiedenen Männern auch Sex gehabt und habe eigentlich festgestellt, dass ich mich oft bei sehenden Männern, und ich hatte fast ausschließlich sehende Männer, also ich hatte mal einen vollblinden Mann kurze Zeit, aber das war wirklich ein oder zwei höchstens. Also sonst waren es eben sehende Männer und ich habe mich oft sehr beobachtet gefühlt. Ach so. Ja. Ach so. Und sehr unterlegen auch. Also das ist ja eher ein negativer Aspekt. Ja, das war auch negativ. Ach, klar, wenn du das so sagst. Man, man ist selbst blind, man muss nur die Augen, wir Sehende müssen uns nur die Augen zubinden oder Augen zumachen. Ja, ich werde sagen, es gab auch einen Mann, der mich danach gefragt hat, ob mich das irgendwie, und da hat er gesagt, ich mache die Augen zu. Und das fand ich sehr nett irgendwie. Man fühlt sich natürlich beobachtet, klar. Ich habe mich beobachtet. Ja. Und selbst, das waren längere Beziehungen. Ja. Und da hast du dich auch beobachtet. Ja. Und das geht mir heute manchmal noch so. Also beobachtet gefühlt im sexuellen Sinne? Ja, ja. Sag's mal konkreter. Na, wenn ich mich, zum Beispiel, wenn ich mich nackt bewege und oder im Bett, wir sind und der Mann ist nackt, ich bin auch nackt, er sieht mich, ich sehe ihn nicht. Du kannst ihn nur fühlen. Ja, ich kann ihn zwar fühlen, aber ich habe immer nur einen Teil, weißt du? Wenn ich fühle, fühle ich entweder das Gesicht oder den Rücken oder er sieht mit einem Blick meinen ganzen Körper. Natürlich. Ne? Aber da muss es für dich doch wirklich eine ganz tolle Sache gewesen sein, mit einem auch blinden Mann. Ja. Ne? Und das will ich ja damit sagen. Und ich wollte nie mit einem blinden Mann leben und würde ich auch heute noch nicht machen. Warum nicht? Darf ich erst zu Ende sagen? Bitte, ja. Aber der Sex war ganz toll mit ihm. Der Sex war da ging alles. Ja, aber warum? Weil das Leben zu schwer ist zu zweit. Ah, verstehe. Das ist so schwierig. Mhm. Weißt du, wenn du verreisen möchtest und man möchte ja auch mal raus aus seinen vier Wänden, wer will 2 blinde Menschen durch die Gegend führen? Aber dann wäre doch die optimale Lösung gewesen, dass du mit deinen sehenden Männern so einen Deal gemacht hättest. Sex nur im Dunkeln. Naja, das habe ich nie verlangt. Ja, ist eigentlich eine gute Idee. Ja, aber wenn einem doch mal im Hellen danach ist, dann hätte ich ja auch schlecht sagen können, nee, jetzt will ich aber nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich auch gar, abgesehen von der Sexualität auch so irgendwie beobachtet fühlt. Ja, natürlich fühlt man sich. Und wir Blinden, also ich als blinde Frau, auch, ich kann es ja nur so sagen, wenn die Menschen das merken, gucken sie einen ja natürlich auch immer sehr an. Das ist manchmal sehr unangenehm, aber ich habe mich inzwischen in vielen Jahren, mache ich mir nichts mehr wirklich draus. Es ist ja auch so, wenn man alleine geht, wenn man mit Stock geht oder ich habe einen Führhund mal gehabt, dann wird man natürlich auch immer angeguckt. Gut, das weißt du ja gar nicht, du ahnst es nicht. Ich weiß es.
Ich weiß es, weil es mir gesagt wurde und weil es hundertfach gesagt wurde. Und mein Mann sagt mir es natürlich auch. Und wie lange warst du mit deinen Männern zusammen? Also ich war in der ersten Ehe 10 Jahre verheiratet, daraus ist ein Sohn hervorgegangen. Mhm. Dann war ich 14 Jahre alleine, also alleine gelebt. Ich hatte aber immer irgendwie einen Freund oder einen Partner. Also ich habe immer dafür gesorgt, dass ich wieder jemanden hatte. Und dann habe ich meinen jetzigen Mann vor 20 Jahren, also knapp, nicht ganz, kennengelernt. Und Achso, du bist im Moment in einer Ehe. Ich bin verheiratet, Ich verstehe. Mhm. Ja. Wie hast du denn... wieder einen sehenden Mann geheiratet. Einen sehenden Mann. Ja, mein erster Mann war auch sehend. Fühlst du dich von deinem Sohn, ist das, ne, sagst du? Ich habe einen Sohn, genau. Auch irgendwie beobachtet, also ich meine es nicht im sexuellen Sinne, so generell im Leben. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Mein Sohn hat so einen normalen, natürlichen Umgang mit Behinderten, auch mit anderen Behinderten. Mhm. Das ist sehr angenehm. Mhm. Jetzt noch die Frage, wie hast du denn immer deine sehenden Männer kennengelernt? Ja, das ist, wenn ich dir das sage. Also ich habe immer annonciert. Ja. In der Zeitung. Ja. Habe immer reingeschrieben, dass ich blind bin, dass ich behindert bin und dass ich einen Partner suche. Ja. Und was für einen Partner ich suche. Also ich habe nie das nicht reingeschrieben. Ich wollte, dass sie das wissen von vornherein. Mhm. Wer das nicht will, der braucht sich nicht melden. Was soll ich mit jemandem, der kommt und dann sagt, du bist ja blind. Nee, das ist mir nichts. Und das hat so funktioniert. Das hat funktioniert. Aber es hat nur insofern funktioniert, dass ich einmal habe ich mir dann ein ganz schlimmes Ding erlaubt, und zwar war ich da schon fast 14 Jahre allein und ich hatte es echt satt. Und da habe ich gedacht, also die Männer sind immer so, sie haben immer Angst, dass ich sie vereinnahme. Also ich war ja berufstätig oder bin es ja immer noch. Also es ist nicht so, dass ich also einen Mann brauchte, der mich ernährt oder so, ja. Und da habe ich gedacht, jetzt drehst du den Spieß einfach mal um. Jetzt tust du so, als ob du einen Mann nur für Sex haben willst. Und habe ich in der Annonce geschrieben, suche Partner für dauerhaften Sex. Und habe alles, also genau das Gegenteil geschrieben von dem, was ich wollte. Also, ja. Und es haben sich 160 Männer gemeldet. Wie viel? 160? 160. Wahnsinn. Ja. Und wie viel hast du genommen davon? Na einen, mein jetzigen Mann. Ach so, das ist dann der Ehemann geworden. Ja. Was machst du vom Beruf? Du sagst, du bist... Ich bin Physiotherapeutin. Ich habe eine eigene Praxis. Ja, sehr gut. 5 Angestellte. Ich habe mir gerade so überlegt, wenn man blind ist und dann jemanden kennenlernt, da geht es ja nicht darum, wie derjenige aussieht. Doch. Das ist ja ganz großer Unsinn. Aber wie? Ja, aber du kannst ja noch nur befühlen. Naja, ist das nicht? Naja, denkst klar. Du, was man als Blinder alles mitkriegt? Die Sehenden denken immer, man merkt nicht, ob ein Mann oder gut aussieht. Das merkt man sehr wohl. Ja. Aber der allererste Eindruck, den wir sehen, haben ja einen allerersten optischen Eindruck, den hast du ja leider nicht. Vielleicht manchmal Gott sei Dank nicht. Ja, natürlich, ja. Du hast doch andere Kriterien am Anfang. Ich habe andere Kriterien. Wie redet der? Die Stimme ist ganz wichtig. Die Stimme ist wichtig. Wie jemand riecht, ist wichtig. Wie riecht, genau. Ja, wie er sich anfasst, ist wichtig, genau. Wenn ich ihn anfassen darf. Ja. Die Haut, die Haare. Was hat er für ein Gesicht? Hat er vorstehende Knochen oder ist das Gesicht, ist es schön glatt, die Haut und so? Und dann die Ausstrahlung eines Mannes. Das kann man schwer beschreiben. Also das ist für mich ganz wichtig. Und ich habe festgestellt, dass Männer, die gut aussehen, oder zumindest, nicht die Schönlinge vielleicht so, das nicht, aber die treten ganz anders auf. Besser auf? Ja. Ja. Ich gehe davon aus, dass dein Ehemann ein attraktiver Typ ist. Ja, ich habe einen gut aussehenden Mann, ja. Das haben dir die Sehne schon bestätigt. Na, aber. Mein Sohn hat gesagt, du brauchst dich mit deinem Mann nicht schämen. Du bist heute eine glückliche Frau? Ja, ich bin schon ganz glücklich. Trotz auch bei diesem Mann schämst du dich auch noch ein bisschen? Oder du fühlst dich beobachtet? Na doch, ja, ich schäme mich manchmal auch ein bisschen. Vor allem, wenn man älter wird, ist die Figur nicht mehr so ganz schön. Ja, ja, klar. Ja, gut, er wird auch nicht jünger. Nein, er ist auch nicht jünger und er ist schlank und so, aber er ist eben auch nicht. Er ist noch 3 Jahre älter und was soll's. Redest du mit ihm darüber, über diese Scham? Ja. Und was sagt er dann? Ach, du bist doch dumm, sagt er dann. Du brauchst dich doch nicht zu schämen. Ja. Andere Frauen sehen viel schlimmer aus. Du siehst doch noch gut aus und so. Ihr seid so lange zusammen, da kann man das schon so handeln. Ja, natürlich. Aber ich meine, ich will jetzt auch kein Bild malen, was rosarot ist. Ja. Ich habe auch meine Problemchen und wir haben auch unsere Probleme, so ist es nicht. Aber ich bin schon nicht so, bin nicht unglücklich. Das Miriana, kann ich nicht sagen. Ich finde, du bist eine ausgesprochen sympathische Frau. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast, dass wir uns kennengelernt haben. Ich danke dir. Eine Frage noch. Ja. Zum Schluss. Was mich immer so brennend interessiert bei Menschen, die eigentlich von Geburt an blind sind, im Prinzip bist du es ja.
naja, Geburt nicht, aber nicht so ganz. Ja, aber du hast ja. Aber im Unterbewusstsein denke ich schon, habe ich manchmal irgendwas doch noch mit, weil ich viel schneller an optischen, wenn sie mir was erklären, begreife, als manche, die geburtsblind sind. Vielleicht ist da im Unterbewusstsein noch irgendwas. Ich weiß nicht. Vielleicht. Ja. Insofern, ja, ich würde das fragen, vielleicht ist die Frage dann gar nicht so ganz. Ich frage sie trotzdem mal. Ja, bitte. Kannst du dir vorstellen, was zum Beispiel die Farbe Rot bedeutet? Ich stelle mir alle Farben vor. Kannst du dir Farben überhaupt vorstellen? Weißt du überhaupt, was Farben sind? Ja, aber ob meine Vorstellung richtig ist, das weiß ich nicht. Das ist die Frage. Das weiß ich nicht. Ich das kann mir auch keiner sagen. Nein, das würde wahrscheinlich nie jemand sagen. Nein, niemals. Aber ich tröste mich damit, ich sage mir immer, ich habe eine Vorstellung und das ist doch in Ordnung. Genau, das ist deine Welt und das ist auch in Ordnung so. So ist es. Mirjana, vielen lieben Dank, dass du angerufen hast. Ich danke dir auch. Ich wünsche alles Gute. Und mach weiter so und alles Gute fürs neue Jahr. Dankeschön. Und du bist einfach prima. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So. Und hier ist Clara. Clara ist 36. Guten Morgen, Clara. Ja, guten Morgen. Noch 35. Noch 35. 36. Ja, liebe Clara. Schön, dass ich mal durchkomme. Ich kenne deine Sendung auch schon ganz lange. Ja. Ausgerechnet jetzt bin ich heiser. Ich hatte letztes Jahr schon mal angerufen zu dem Thema mit dem neuen Leben, mit dem neuen Start in ein neues Leben. Und das ist ein Jahr Anfang letzten Jahres, jetzt haben wir ja 2013, also Anfang oder März 2012, das ist mir endlich nach einer langen, schweren, blöden Krankheit, hätte nie gedacht, dass mich sowas mal erwischt, ist es mir dann gelungen. Und darüber bin ich jetzt auch noch ganz dankbar und fröhlich. Also einen ganzen Neustart zu machen für dein Leben. Nach einer schweren Erkrankung. Was für eine Erkrankung war das? Ah, also ich wurde erstmal falsch diagnostiziert. Also alle haben gesagt, schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome. Mhm. Also ich hatte ziemlich viel schlimme, blöde Sachen erlebt. Und dann also im Job und privat. Und da kam halt einiges zusammen im Jahr 2010. Und 2011 noch ein bisschen auch und dann... Also für eine psychische Erkrankung, die du hattest. Genau, eigentlich eine schwere Depression. Schwere Depression. Neuerdings, also wo ja leider immer mehr Leute dran leiden, aber es wird dann in unserer Leistungsgesellschaft gerne als Burnout benannt. Das ist ja letztendlich auch eine Depression. Es war auch irgendwo ausgebrannt von zu viel blöden Erlebnissen, sage ich jetzt mal, weil ich immer dachte, ach, es geht noch. Und dann ging es eines Tages halt nicht mehr. Ich noch meinen Traumjob gerade in Hamburg angetreten hatte. Nach 3 Wochen musste ich den an Nagel hängen. Also, ich konnte keine E-Mail mehr schreiben. Und es ging alles bergab und es wurde alles immer finsterer. Was hat dich denn daraus gerettet, dass du sagen kannst, da hat ein neues Leben begonnen? Ja, also nachdem ich ganz viele Psychotherapien gemacht habe und diverse Kliniken in Deutschland durchlaufen bin, immer so 6 Wochen bis 3 Monate, und ich auch schon abgeschlossen hatte und Suizid geplant hatte, hat dann mein allerbester Freund und Lebensretter dann mich nach Wilhelmshaven gebracht in eine ganz tolle Klinik zu einem ganz tollen Professor, der einer der wenigen in Deutschland, die Elektrokrampftherapie anbieten. Elektrokrampftherapie? Genau, das ist nämlich dann, wenn es im Hirnstoffwechsel mit dem Psychopharmaka nicht mehr funktioniert. Also wenn das Serotonin nicht mehr richtig ausgeschüttet wird und dann diese ganzen Prozesse nicht mehr funktionieren. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nichts mehr fühlen, ich war nur noch leer, ich konnte nicht mehr lachen, nicht mehr weinen, nichts. Ne? Das bedeutet, dass man an Starkstromkabel angeschlossen wird und Elektroschocks bekommt? So ähnlich, doch. Also das hat immer so einen schlechten Ruf, aber das ist Blödsinn. Ich möchte auch allen Menschen Hoffnung machen, die aus so einer therapieresistenten Depression denken, nicht mehr rauszukommen. Wie viele Elektroschocks hast du bekommen? 10 Stück. 10 Stück, bei vollem Bewusstsein? Nein, um Gottes Willen, das ist nämlich die Qual. Es gibt eine ganz leichte Narkose, man merkt aber gar nichts. Und es ist der größte Aufwand ist diese Narkose. Ne? Man wird vorbereitet, kriegt diese Bronyle und so weiter und dann ist man ganz schnell weg. Mhm. Und der Eingriff selber, der dauert ja nur wenige Sekunden, da werden dann ans Gehirn entweder 1 oder 2 so Elektroden dran gemacht. Ja, und dann gehen die Stromstöße da durch. Genau, und dann dadurch wird wie so eine Art Reset beim Computer, werden die ganzen, wird alles durchmischt und dann werden alle Daten neu gestartet. Und einmal wird das nur gemacht? Nee, also ich hatte 10 Behandlungen und es gibt auch Menschen, die machen es 18 Mal und es hilft nicht. Das sind ganz tragische Fälle, aber bei mir hat es geholfen. Und in der Tat fühlst du dich jetzt seitdem richtig normal und gesund wieder?
richtig gesund. Also sie haben dann auch rausbekommen, nach fünf Therapien, dass ich gar nicht normal depressiv, unipolar, sondern bipolar bin. Also manisch-depressiv. Mhm. Aber ich bin jetzt medikamentös super eingestellt und ich weiß jetzt auch mein ganzes Leben, so im Nachhinein, meinen Lebensphasen, das besser zu verstehen. Diese Hochs und diese Tiefs, weil alle Freunde immer zum Beispiel, entweder hier mich auch zu Tode betrübt, da gibt es nichts dazwischen. Und klar, ich muss leider... Toll, dass ich heute sprechen konnte. Ja, schön, dass du uns das erzählt hast. In interessante Therapieformen, da können sich einige Leute noch schlau machen, ob das für sie vielleicht auch in Frage kommt. Vielen Dank, dass du angerufen hast und weiterhin alles Gute. Tschüss. In der Technik, Henrik Hage, morgen 1 Uhr. Bis dahin. Ciao.